Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zu Now the Lost Eye, eine neue Folge. Und zwar stehen wir mitten einem großen Rätsel, welches ich zu lösen versuche. Das habe ich letztens aus Zeitgründen nicht geschafft und heute nehme ich mir extra Zeit dafür. Und dann schauen wir weiter. Wir haben ein neues Gebiet, neue Waffen und hoffentlich neue Gegner. Und ich denke, jetzt könnte es vielleicht mal ein bisschen losgehen. Nach dem Intro geht's los, bis gleich. Willkommen zurück zu Now, The Lost Eye. Wir haben das letzte Mal aufgehört. Vor diesem etwas. Unzählige Gegner haben wir hier vernichtet. Und ein Rätsel, das uns bevorsteht, das wir jetzt versuchen zu lösen. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal rein. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe eine neue Weste. Die ist jetzt mal testweise. Es handelt sich um die Wuja Edge West, die ich zurzeit teste und mir überlege, ob ich sie behalte oder nicht. Ausführliche Details kommen noch. Mal ein Vergleich zwischen der Subpack und der Wuja. Und ja, was gibt's sonst noch? Der Umzug steht bevor. Wahrscheinlich früher als geplant. Dementsprechend, ich bin mir nicht sicher, ob Aufnahmen kommen. Es wird eine Pause geben, definitiv. Nur wann? Frühzeitig oder bis ab dem 1. März. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird es spannend. Ich bin so aufgeregt. Aber nichtsdestotrotz bin ich aufgeregt, was dieses Ding ist. Wir gehen mal rein. Der Wuja ist schon nice, aber wie gesagt, mein Senf kommt noch dazu. Und jetzt rein geht's. Okay. Papierz ist zu. Irgendwas haben wir bekommen. Bin mir nicht sicher. Hatten wir das letzte Mal auch sowas? Sowas ähnliches? Das kommt mir bekannt vor. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Wichtig ist, nicht zu fallen. Nicht zu tief zu fallen. Fallen ist wichtig. Vor allem, um zu lernen, wieder aufzustehen. Aber tief fallen. Tief fallen tut weh. Ich muss erstmal wieder hier zurückfinden. Wir haben hier diese Ebene. Hier mit diesen Kanonen. Das war wichtig. Ich weiß, also noch Kisten, die machen wir noch schwind. Nicht, dass ihr euch auch diesbezüglich wundert. Die haben wir letztes Mal doch schon kaputt gemacht. Warum nochmal? Na, weil der Save Point am Anfang ist. Dementsprechend musste ich die ganze Tortur nochmal machen. Hat aber nicht lange gedauert. Nur zur Info. Okay. Wir gehen einfach nochmal hoch. Ob wir auch nichts vergessen haben, gehen wir einfach sicherheitshalber nochmal hoch. Ich befürchte nämlich was, dass wir etwas übersehen haben. Und wieder oben. Hier ist ja irgendwas, was wir aktivieren müssen. Das war mir ein bisschen... Das war ja... Aber jetzt gibt es Töne von sich. Ich glaube, da müssen wir gleich irgendwas machen. Das da. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir das letzte Mal das aufgenommen? Ich mach's jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das letzte Mal auch betätigt haben. Auf jeden Fall. War es wichtig? Wir nehmen mal das da und gucken, ob wir damit jetzt doch irgendwas machen können. Ah, okay. Okay, die Macht hat es schon weitergeleitet. Wir haben das Teil aktiviert, konnten wir letztes Mal nicht aktivieren. Jetzt ist es aktiviert. Jetzt schießen die Cannoneers. Das ist gut. Wir können jetzt runter. Und nicht nur die Cannoneers, irgendwie aus unerklärlichen Gründen sind jetzt da so auch also Holzminions empor gestiegen. Idiot. Fliegt da einfach hin. Ich versuche Offset zu schießen und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Nicht so richtig zu zielen, sondern einfach nur, ja, neben den Zielen.
Müssen weiter runter. Hey, Bogen, nerv nicht. Nicht jetzt. Mir hin doch keine Zeit. Wow, was ist jetzt passiert? Habt ihr es gesehen? Irgendwie durch die Wand geglitscht, scheinbar. Zeit für Boomerang-Action. Ah, der Boomerang, you love it. Okay. Feinde erledigt. Hier ballert der Spaß. Okay, aber... was hilft uns das? Ist auf der anderen Seite auch eins? Irgendwie das merkwürdige Ding, was ich nicht schiebe. Irgendwas müssen wir doch machen. Link nach, Alex. Link nach. Warum kann man da klettern? Wir haben ja so ein neues Tool von der letzten Folge bekommen. Können wir damit irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Ihr könnt es auch nicht reflektieren. Wir könnten damit hier... oh, man kann es... bewegen. I see. Okay. Wir können sie jetzt also jetzt bewegen. Ich glaube, letztes Mal ging das nicht. Auf jeden Fall muss... ja. Hier, das hier. Drehen kann man es nicht wirklich. Ich verstehe aber den Sinn und Zweck. Ja. Die sind ja festgeschraubt. Wir haben hier eine Ecke. Komm. Wahrscheinlich können wir aber nur hier. Ja. Das ist unser maximaler Einzugsbereich. Nutzen wir auch großzügig aus. Nee, das macht keinen Sinn. Der Dude muss zwangsläufig auf die Seite. Ja, das bringt irgendwie nichts. Den Dude muss man doch irgendwie drehen können. Komm mal mit. Hier sind ja Begrenzungen. Denk nach, Alex. Warum kann ich dich nicht drehen? Natürlich kann ich dich drehen! Ei. Noch ein bisschen. Ach, ich glaube noch ein bisschen. So. Gut. Drehen es ein bisschen auf die Seite. Gut, freie Bahn. Und zwar geht es hier auf die Seite. Dann lassen wir den hier. Komm, Olaf! Komm! Noch ein bisschen. Komm mit mir, Bro. Gut. Und das Ziel kommt hier hin und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Komm schon.
Dann bist gleich mal richtig rum. Ich glaube, so müsste es passen. Lassen wir uns nicht gleich abschießen. Hey, 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 falsche Richtung. Ah. Na, was ist los? Wo gehst du nahe? Na also, geht doch, ich würde sagen. Rätsel optimal gelöst. Eureka. Dann lenken wir das gleich um. Ich möchte nicht abgeballert werden. Okay, hat sich von alleine deaktiviert. Sehr gut. Wir öffnen nämlich die Tür und dann geht's wahrscheinlich straight da durch. Und ja, sieht man. Füße, Riesenfüße. Nicht so groß wie meine. Aber da müssen wir trotzdem drauf. Okay. Bogen-Action. Ah. Läuft mit dem Bogen. Manchmal. Easy. Zwei Pfeile. Direkt ins Herz. Schön die Kisten zerdabbern. Und den Loot einsammeln. Okay, I see. Wenn man durch die Wand glitscht, gibt es ein eine Safety Point, dass man quasi auch da wieder rauskommt. Herstellen. Oh, I hate you so much. Nicht mit mir. Thor's Hammer. Gut. Oh, I see, da geht's hoch. Aber zum also, ich würde sagen, wir stellen erstmal was her. Oder? Die hat, glaube ich, auch nicht mehr viel Power. Bevor wir einen Bumerang verlieren. Diesen Mist, wo ich nicht mal weiß, für was das sein soll, machen wir jetzt einfach mal weg. Okay. Geben Sie. Ich hoffe, ich habe genug. Ja. Sehr gut. Uah. Haben wir schon mal safe. Bumerang. Okay. Let's fucking do this. Da hoch. Okay, wir haben hier, sehen wir ja gleich. Kommen wir da hin, ja. Oh, wie weit kann man die rausragen? Ziemlich weit, aber ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Wir machen es einfach mal. Es wird eine heftige Kletteraktion. Aber. Aha, I see. Ich habe einen Fehler gemacht. Den einen brauchen wir gar nicht so weit. Vielleicht so ein bisschen. Dass wir da gerade noch so durchkommen. Und hoch. Ninja Warrior. Bei Nautilus 3. Man kann sich daran festhalten. Sehr gut.
bloß nicht loslassen. Ah, clever ist es erstmal, den Hintern rauszuziehen. Und dann wollen wir auch gleich mal die groß. So. Zurück in die Tasche. Bloß nicht verletzt. Was ist so knapp? Irgendwie den Grip verloren. Ja, was passiert, wenn man den Grip verliert? Ziemlich hoch. Jetzt haben wir es wieder bumpern. Weißt du, wo der Fehler war? Ich griff. Nee. Das war's nicht. Du bist gestorben. Fuck it! Boah, Leute, ist das eine Sisyphus-Arbeit! Ich muss den ganzen Weg nochmal neu machen. Aber immerhin weiß ich. Man muss vorsichtig sein. Aber immerhin weiß ich zusätzlich, wo man sich festhalten muss. Und zwar hier. Wenn ich jetzt sterbe und alles nochmal neu machen muss, dann raste ich aus. Verdammt! Ernsthaft? Wenn ich jetzt sterbe, das ist nicht witzig. Vielleicht schaffe ich es auch, drauf zu stehen. Dieser Dreck, wie oft mache ich das jetzt schon? 10 Minuten brauche ich für einen Run. Also ich bin schon mal so weit gekommen, dass ich weiß, drunter ist scheiße. Drüber is the way to go. No risk, no fun, aber trotzdem ärgerlich. Ärgerlich ist das. Zwischendrin nicht speichern können. Das macht so wahnsinnig. I can't see shit. Alles raus mit. Mann, macht mich das wahnsinnig. Ich war, glaube ich, schon lange nicht mehr so genervt. Junge. Das kann doch nicht sein. Schaffe ich schon das nicht mehr. Die Endlosigkeit verfolgt mich. Warum? Warum? Fliege ich runter? Ist es vielleicht? Ich darf, glaube ich, nicht wegschauen. Ich muss meine Augen auf mein Ziel gerichtet lassen. Und wenn ich wegschaue, dann verliere ich den Grip, würde ich sagen. Ja, wir glitschen mal. Durch die Wand. Puh. Oh, gib mir das. Okay.
Okay, nur noch eins. Ist mir egal, ich glitsch jetzt da durch die Wand. Okay, gleich haben wir es geschafft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Nicht. Oh, man kann sich am Holz festhalten. I hate you! Oh, endlich geht's weiter. So viel Zeit verschwendet. Ey, ich bin jetzt auch da durchgerusht. Weil ich die Nase voll hatte. Und hab natürlich kein Safety-Boomerang geholt. Weil ich einfach nur durch. Ich habe keine Gegner getötet. Ich bin einfach nur durch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, was das ist. Wasser. Hammer, ich sagte, reiz mich nicht. Dort ein Safe Point. Den brauchen wir ganz dringend. Da ist zwar Wasser unten, aber das riskieren wir nicht. Oh, noch nie habe ich mich so aufs Speichern gefreut. Speichern. Oh, oh. Wasser. Unschärfe. Danke. Brauche ich nicht. Wieder ein neues Rätsel scheinbar. Oh, 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 oh. Fische. Okay. Was willst du mir sagen? Was soll ich mit dir machen? Gibt's die auch in verschiedenen Farben? I don't fucking get it. Auf jeden Fall sehe ich nichts und das nervt mich. Hm. Ich verstehe es echt nicht. Wir haben einen Thron und irgendwelche Dinger und ich sehe nichts. Kann ich da draufsteigen? Nein, kann ich nicht. Ich muss das Wasser hier wegbekommen. Das nervt mich. Oh, heute ist so eine nervige Folge. Eine richtige nervige Folge. Und jetzt komme ich da. Oh nee, ernsthaft? Wir kommen da schon wieder nicht durch. Ich komme da schon wieder nicht durch. Also das Spiel hat's echt drauf, auf die Nerven zu gehen. Ich weiß nicht, was soll ich mit diesen Fischen machen? Auf jeden Fall. Ja, das hat eine Verbindung. Okay. Gucken wir mal. Wenn ich mit dem Bogen. Nein. Gibt es verschiedenfarbige Bogen? Geh weg. Wir können auf jeden Fall Fische packen. Ich frage, was bringt mir das? Diese Drecksfische. Was kannst du tun? Aha. Okay. Aha, I see. Das kriegen wir hin. War ein bisschen ekelhaft. Aber da müssen wir durch. Ah. Hab ich dich. So, nur noch einer. Wo ist er? Komm, Fischi. Komm.
hab ich dich. Pervers ein bisschen. Aber was? Wenn's seinen Zweck erfüllt, bin ich dabei. Come on! Was ist los mit dir? Oh Gott, sind es viele. Ich weiß gar nicht, ob ich das speede. Komm her. Nee, das machen wir jetzt gemeinsam. Da müssen wir gemeinsam jetzt durch. Fische fangen, wenn ich sie mal fangen würde. Komm. Was ist los? Spring! Boah, der springt aber hoch. Komm, ein Grüner. Komm. Ich hab nicht so viel Zeit. Ich sehe nichts. Und das ist dann... Komm. Also die Unschärfe hätten sie sich echt sparen können. Nervig. Das Spiel, diese Folge wird heißen Nervig Omas. Ganz klar, nervig, Omas. Drecksfische, ey. Nerviger geht schon gar nicht mehr. Oh, und jetzt tut es... Hab ich jetzt auch noch Leben, ey. Seitlich ist der Way to go. Ah, come on, ey. Ich bin halt Rechtshänder. Ich muss. Na gut, ich glaube, ich weiß, was mein Fehler ist. Ich packe nicht richtig. Ich packe den Fisch nicht richtig mit meiner Hand, sondern nur mit den Grip-Tasten. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Und zwar so. Das war nichts. Komm. Wo ist er? Grab den by the pussy. Und nur noch eins. Oh, dieses Nervige endlich hinter uns. Stell dich mal nicht so an, hey!
Komm. Ah, glitt er mir. Er glitt mir aus meinen Händen. Komm, der letzte. Zack, zack, zack. Oh, der letzte. Reicht jetzt. Nase voll. Oh, endlich Wasser weg. Lang genug gedauert hier. Kurz vorm Verrecken. Mann, war das nervig. Ja, schöne Fischli. Schön, schön, schön. Das macht die Nervigkeit nicht wett. Und da ist unser letzter. Scheinbar. Boah, Energie wäre nicht schlecht. Okay, wir gehen einfach mal langsam hin. Das müsste Kristall Nummer 3 sein. Komm her! Du kleines Scheißteil, hey! Nicht mit mir. Das lasse ich mir nicht nehmen. Keine Energie irgendwo? Fuck it. Ich will den Stein jetzt. Yes. Nummer 3. Einer noch. Und haben es geschafft. Wir safen den Kack. Oh. Tut das gut. Tut das gut. Oh Mann. Nächstes Rätsel. Aber Leute, nicht. Nicht jetzt. Nee. Das reicht jetzt erstmal für heute. Nervigkeit, oh Mann. Ab zu Atmut. Boah, Leute, war das nervig. War das nervig. Maximum. To the max an Nervigkeit. Leute, bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Ich dachte, ich komme da nicht mehr raus aus dieser Endlosigkeit. Wir haben es geschafft. Und da ist wieder ein Rätsel. Das hört nicht auf, aber dafür haben wir den dritten Kristall von 4. Wir kommen dem Ende nahe. Letzte noch. Der allerletzte. Wir haben es geschafft. Nichts mit Bogen, Bumerang und irgendwo hinfallen. Ich muss mir erstmal abwerken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.